Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LewisCard12. Ich begrüße euch zu einem Unpacking. Ja, ich habe hier ein Päckchen bzw. eine Tüte vor mir liegen, das ich gleich auspacken werde. Und zwar ist das Ganze gekommen von Landmark US aus Santa Barbara, Kalifornien. Eigentlich ist das eine Bestellung zum NBA Store Europa. Und mal schauen, was sich drin so befindet, Freunde. Packen wir mal die Tüte aus. So, oh, ja, da ist es, Freunde. NBA. NBA, Freunde. So, was haben wir denn hier Schönes? Und zwar habe ich mir gegönnt ein T-Shirt in 3XL. Ja, ich denke, die Größe müsste in Ordnung sein. Ich guck mal so. Ja, da hat man richtig schön Platz drin. Das erste T-Shirt ist von den Cleveland Cavaliers, Freunde. Erkennbar an dem großen C. Und ihr seht, es ist original vom Original Store. Und es ist made in Turkey. Das finde ich ja cool. Ja, warum habe ich mir das T-Shirt von Cleveland Cavaliers bestellt? Hier sehen wir noch das Cleveland Cavalier Logo. So sieht's aus, Freunde. Ansonsten ein schönes bordeauxfarbenes T-Shirt. Ja, warum habe ich das bestellt? Weil bei den Cleveland Cavaliers spielt aktuell der Spieler Cedi Osman, ein türkischer Basketballspieler. Und deshalb habe ich mir das gegönnt, Freunde. So, das ist das. Und dann als nächstes noch ein exklusives NBA T-Shirt. Ist das made in Turkey? Steht jetzt nicht, aber ich denke mal, innen drin könnte es sein, dass es ist. Und das hier ist, na, was ist es? Ja, von den Houston Rockets, Freunde. Seht ihr, Houston Rockets. Das war ganz witzig. Das wird in der Türkei hergestellt. Und dann geht es in die USA. Und man muss hier in Europa bestellen, damit es wieder von USA nach Deutschland gesendet wird. Naja. So. Das sieht dann so aus. Das Logo. Das R-Logo. Moment. Da haben wir das Houston Rockets Logo, Freunde. Ja. Ja, Houston Rockets. Warum von Houston Rockets? Weil da spielt Alperen Şengün, ein junger Center, der wirklich Star-Potenzial hat. Ein All-Star, würde ich sagen. Also er wird bestimmt ein All-Star irgendwann. Ein richtig guter Spieler. Er spielt Starting Center in der Starting Five. Als Starting Center bei den Houston Rockets. Und der spielt richtig gut, also der ist als MVP der türkischen Liga vorletztes Jahr ist er in die USA gedraftet worden und Houston Rockets, die sind richtig happy über ihn, denke ich mal. Ja, Leute, was habe ich dafür bezahlt pro T-Shirt? 50 Euro Versand hat es mich 50 Euro gekostet, also 25, 26 Euro pro T-Shirt. Und die Qualität ist richtig gut, Freunde. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Die Größe ist gut. Ja, nochmal das Cleveland Cavaliers T-Shirt. Richtig nice.
und das Houston Rockets. Da wollte ich mir eigentlich ein rotes holen, aber das sah auch ganz gut aus in schwarz. Ja. Ja, Leute, das war das Unpacking zum NBA Store Päckchen. Meine erste Bestellung von NBA Store. Wenn die so Angebote haben, Prozente geben manchmal, und da kann man schon was bestellen. Die Versandkosten haben so 5 Euro oder was kostet. Und insgesamt habe ich, wie gesagt, 55, ich weiß jetzt nicht, aber 50, um die 50 Euro habe ich bezahlt für beide T-Shirts von NBA. Und dann Made in Turkey. Super. Ja, das war das Unpacking. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye. Achso, Freunde. Und zufälligerweise spielen heute beide Mannschaften gegeneinander. Und zwar die Cleveland Cavaliers spielen auswärts in Houston um 2 Uhr nachts. Ja, spielt Jaylen Osman gegen Alperen Şengün, eine türkische Nacht heute in der NBA. Und zufälligerweise habe ich das dann heute ausgepackt. Ja, wer soll gewinnen? Ich finde beide Mannschaften cool. Ja, egal wer gewinnt. Und das war's, Freunde. Wie gesagt, heute spielen die Rockets gegen die Cavaliers in der NBA. Falls einer interessiert ist, NBA zu gucken, könnt ihr mal schauen. Ja, Freunde, ich sag bis demnächst. Bye, bye.